Jupiter soll so sauber werden, dass sich mein Essen darin spiegelt. Ich meine, dass ich mein Gesicht davon essen kann. Putzt einfach weiter. Cricklington, du bist zu spät. Tut mir leid, ich musste mir noch die Haare schneiden lassen. Für meinen heutigen Fernsehauftritt. Dann setz mal den Helm auf deine neue Frisur und mach dich an die Arbeit. Fernsehauftritt, alberner Kram. Können wir jetzt unsere Brote essen, Mr. Evans? Ich hab doch schon solchen Hunger. Noch nicht. Ich will vorm Essen erst ein Foto vom purpurkehligen Wolkenwaldsänger machen, Norman. Vom was? Das ist eine sehr seltene Vogelart. Ich hoffe schon seit Jahren darauf, ihn zu sehen. Aha. Und wie wäre es dann mit einem Stück Kuchen? Ach, später. Und jetzt komm. Sieht nach einem sehr ruhigen Nachmittag aus, Leute. Hoffentlich brennt es nirgendwo. Der Rauch geht mir immer so auf die Stimme. La 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 la. La 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 la. Hör auf mit dem Geheule und mach dich an die Arbeit. Entschuldigung. Och, können wir jetzt endlich mal was essen, Mr. Evans? Nein, Norman. Ich habe meinen purpurkehligen Wolkenwaldsänger noch nicht gesehen. Oh. Das war das erste Mal, dass ich ein Schaf aus einem Baum retten musste. Ja, zum Glück sind wir schnell wieder auf der Wache. Ich habe einen Kuchen gebacken. Klingt gut, Elvis. Hey, da ist der Norman Price. Und da ist noch ein Norman Price. Es gibt zwei von denen. Nur keine Angst, Elvis. Das ist Normans Cousin Derek. Er ist ein paar Tage zu Besuch. Hallo, Mom. Derek ist da. Hallo, Tante Dillis. Vielen Dank für die nette Einladung. Ach, ist doch selbstverständlich, Derek. Norman Price, du läufst ja mit deinen schmutzigen Schuhen auf meinem frisch gewischten Boden. Tut mir leid. Dein Cousin benimmt sich vorbildlich viel besser als du, Norman. Na, ich will doch deinen frisch gewischten Boden nicht dreckig machen. Oh, Derek, was bist du doch für ein Goldschatz. Aber ich bin doch dein Goldschatz. So, ich wasche mir nur schnell die Hände und dann werde ich den Kuchen holen. Möchtest du ein Stück, Penny? Er ist mit Schokolade. Oh ja, sehr gern, Elvis. Oh nein, mir ist der Schlüssel in den Abfluss gefallen. Sieht aus, als müsste der Kuchen im Schrank noch etwas warten. Hier sind ein paar hübsche Blumen für dein Zimmer, Norman. Aber ich mag keine Blumen. Warum nicht, Norman? Dann duftet es hier doch besonders gut. Wie? Oh, Derek, so sauber hingelegt, deine Sachen. Ordnung ist das halbe Leben und dann kommt der Rest auch in Ordnung, Tante Dillis. Du bist wirklich ein echter Goldschatz. So, nur noch die Zahnbürste ins Badezimmer bringen. Ja, sehr ordentlich. Derek lässt mich ganz schön dumm dastehen. Wäre der nicht da, könnte ich Mom zeigen, was für ein Goldschatz ich bin. Ah, und ich glaube, ich weiß auch schon genau wie. Hast du den Schlüssel schon, Elvis? Nein, Sam. Es passt nur der kleine Finger rein. Da komme ich nicht tief genug. Cricklington, was soll das denn werden? Mir ist mein Schrankschlüssel in den Abfluss gerutscht, Sir. Ich kriege ihn nicht wieder raus. Wenn mir wieder erwarten mal etwas in den Abfluss rutscht, binde ich einen Haken an ein Band und hole es raus. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Diese Blumen sind ja ganz in Ordnung. Nur sind es keine Ponti-Pendi-Veilchen. Ponti-Pendi-Veilchen? So ist's gut. Halte den Wasserstrahl direkt ins Feuer. Danke, Sam. Das war ja wirklich großartig. Aber ihr beiden seid nicht allein zum Spaß hier. Reserve-Feuerwehrmann zu sein, ist eine große Ehre. Das wissen wir, Sir. Ja, ich bin sicher, wenn wir euch bei einem Notfall rufen müssen, werdet ihr uns ganz bestimmt eine überaus große Hilfe sein. Vielen Dank, Sir. Tut mir wirklich leid, Trevor, aber der Fisch ist aus. Charlie ist heute Morgen bei seiner Reserve-Feuerwehrmann-Übung. Er kann erst heute Nachmittag fischen gehen. Naja,
Dann schaue ich später wieder rein. Mach's gut. Bis später. Denkt dran, als Feuerwehrmann muss man in einer Krisensituation stets die Ruhe bewahren. Ich hoffe, ich kann mich bald in einer Krisensituation bewähren. Das ist die richtige Einstellung. Hier in Pontypendi sind wir die Retter in der Not. Habe ich nicht recht, Sam? Ganz genau, Sir. Hallo, Charlie. Dauert es noch lange? Der Fisch ist schon aus. Oh, dann werde ich sofort mit dem Boot rausfahren. Bis nachher. Ich muss jetzt los. Mein Boot wartet auf mich. Alle Mann an Bord, was? Nein, nur ich allein. Und heute könnte ich wirklich Hilfe brauchen. Ich sag nur, viele Hände, schnelles Ende. Sie könnten Charlie doch helfen, Sir. Was? Ich? Ja, heute ist doch Ihr freier Nachmittag. Aber dann müsste er sich schon mit Booten auskennen. Mit Booten auskennen? Aber sicher, ich bin ein Experte. Ja. Gut, dann willkommen an Bord, Kapitän. Ja. Ich weiß nicht, warum ihr so skeptisch reinschaut. Ich weiß alles, was es über das Meer zu wissen gibt. Aber sicher, Sir. Oh, dann kennen Sie sich ja wohl auch mit Haien aus. Mit Haien? Und mit den Zitteraalen. Was? Wieso zittern die Aale denn? Ist das Wasser so kalt? Jetzt ist aber Schluss, Kinder. Alle Mann an Bord! Oh, 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 hey, Charlie, Hilfe! Hoppla! Ein Moment, Sir. Das Meer ist ganz ruhig, genau richtig zum Fischen. Oh, ruhig nennst du das? Komm schon, jetzt klingel doch endlich! Okay, heute werden wir jeden der öffentlichen Hydranten in Pontypendi auf Funktionsfähigkeit prüfen. Sollen wir per Funk in Kontakt mit der Feuerwache bleiben, Sam, falls irgendwas passiert? Gute Idee, Penny. Das würde ich gern tun. Mit Funken habe ich sonst nie was zu tun. Na klar, Elvis. Du bist heute für den Funk zuständig. Ja! Ich teste jetzt den ersten Feuerhydranten. Alles klar, Sarah. Over. Brandmeister Sarah. Ach ja. Aufpassen, Brandmeister Sarah. Ich lösche das Feuer. Over. Hervorragend, Feuerwehrmann James. Und wieder ein Feuer gelöscht. Es macht riesen Spaß, so Feuerwehrmann zu spielen. Aber ein echter Feuerwehrmann zu sein, wäre noch spannender. Genau wie Einsatz Feuerwehrmann Sam. Hä? Was war das? Was war das denn? Kam das gerade aus deinem Funkgerät? Einsatzzentrale an Jupiter. Zentrale ruft Jupiter. Jupiter, wo steckt ihr? Da, mein erster Funkruf ist zu hören. Willst du ihn denn nicht beantworten? Hallo Hauptfeuerwehrmann Steel. Ist denn auch alles in Ordnung? Nein, Quidlington, deshalb funke ich euch doch an. Tiger ist im Mike Flatz Transporter eingeschlossen, in der Holzstraße. Und Mike hat seine Schlüssel in einem Gully verloren. Er braucht eure Hilfe. Verstanden, Hauptfeuerwehrmann Steel. Wir sind unterwegs. Das ist in der nächsten Straße. Ich könnte Tiger retten, dann wäre ich auch ein echter Feuerwehrmann. Aber James, meinst du denn, das ist wirklich gut? Nina, 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 Nina. Keine Angst, Tiger. Wir kriegen diese Tür bald wieder auf. Hilfe ist schon unterwegs. Nina, 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 Nina. Ganz ruhig, Mike. Ich finde die Autoschlüssel sofort für dich. In welchen von den Gullis sind sie denn gefallen? Oh, in den da vorne. Oh, das ist ein Fall für meinen Magneten. So, jetzt muss ich ihn nur noch runterlassen und damit die Schlüssel treffen. Dann bleiben sie dran kleben. Oh, sehr gut, Feuerwehrmann James. Oh, hallo Sam. Hallo Mike. Wir haben gehört, dass du deinen Schlüssel im Gully verloren hast. Schon erledigt, Sam. Feuerwehrmann James hat sie für mich raufgeholt. Sehr gut, Feuerwehrmann James. Gut mitgedacht. Da
Danke, Sam. Eines Tages möchte ich ein echter Feuerwehrmann sein, so wie du. Das wirst du bestimmt. Ach, Skateboardfahren und Fußball, meine zwei Lieblingsbeschäftigungen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, danke, Gwendolyn. Was ist denn das? Das ist ein Traumfänger, Dillis. Man hängt ihn über das Bett, um schlechte Träume fernzuhalten. Du hast doch nicht schon einen, oder doch? Nein, so etwas noch nicht. Moms Geburtstag. Oh nein! Hey, alles in Ordnung, Norman? Tut mir leid, Sam, aber meine Mom hat Geburtstag. Toll. Du hast ihn doch nicht wieder vergessen, oder? Doch, habe ich. Und Mom wird bestimmt sehr traurig darüber sein, Sam. Hey, du hast doch immer noch Zeit, etwas Tolles für sie zu machen. Ja, meinst du wirklich? Na klar. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Oh, vielen Dank. Was schenke ich ihr nur? Ein neues Bügeleisen? Eine neue Bratpfanne? Norman, du bist der Torhüter. Schon vergessen? Du hütest das Tor. Oh, was? Oh, entschuldige, Mandy. Was ist denn los? Och, meine Mom hat Geburtstag und ich möchte ihr was ganz Besonderes schenken. Wie wär's mit einer Karte? Ich sagte doch was Besonderes, James. Und wie wär's mit einer Überraschungsparty? Das klingt schon viel besser. Aber es dauert doch Ewigkeiten, sowas zu planen. Aber nicht, wenn wir dir helfen. Ich könnte doch einen großen Kuchen backen. Und ich könnte Mom nach ihrem Partyzelt fragen. Das müssten wir nur noch aufbauen. Super. Ich bin dabei. Ich auch. Ich auch. Na dann mal los, an die Arbeit. James, du wirst meine Mom ablenken. Sorg dafür, dass sie nichts von dem Plan mitbekommt. Okay. Das wird die allerbeste Überraschungsparty, die meine Mom jemals erlebt hat. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Guten Morgen, Dillis. Hast du heute Geburtstag? Ja, ganz genau. Gwendolyn hat mir schon einen Schaumsänger geschenkt. Hier. Faszinierend. Und, was soll das sein? Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Price. Oh, hallo, James. Nett, dass du daran gedacht hast. Haben Sie heute noch etwas vor? Nein. Oh, gut. Es wäre doch schön, wenn an Ihrem Geburtstag jemand im Laden hilft, oder? Oh, vielen Dank, James. Das wäre großartig. So ein guter Junge. Ich verstehe allerdings nicht, weshalb Norman Ihnen heute nicht hilft. Ach, Sie kennen ja meine Norman. Immer zu beschäftigt. Zu beschäftigt, um an den Geburtstag seiner Mutter zu denken? Meiner treu. So, ihr seid also wirklich sicher, dass ihr ohne mich auskommen werdet? Sie fahren doch nur für einen Tag an den Strand raus, Sir. Wir kommen klar. Oh, an meinem letzten freien Tag schafft der Skrittling denn tatsächlich, sich an einen Gartenzwerg zu kleben. Das hätte aber wirklich jedem passieren können. Wir machen das schon. Ziehen Sie denn jetzt gar keine Shorts und Sandalen an? Oh, nein, nein, nein. Völlig undenkbar. Es geht doch wohl nichts über eine Uniform. Was denn sonst? Viel Vergnügen am Wasser. Über einen Seestern würde ich mich freuen. Ja. Ich habe ganz viele Käse- und Wurst-Sandwiches gemacht. Nur Ihre Lieblingssorten. Oh, Sie verwöhnen mich wirklich allzu sehr, Dillis. Hey, sind da auch Chips drin? Lass das, Norman. Trevor, bitte verstauen Sie den Korb gut, bevor der Gierschlund ihn noch in die Finger kriegt. Hey, Norman. Tag, Mandy. Endlich fahren wir mal wieder in die Krabbenzangenbucht. Und endlich machen wir mal wieder ein leckeres Picknick. Morgen. Es wird Zeit, auszurücken. Die ideale Route habe ich schon berechnet. Ihre Berechnung ist überflüssig. Mein Bus verfügt über ein neues Satellitennavigationssystem. Wenn ich mal eine Strecke nicht weiß, gebe ich einfach das Ziel an und es führt mich direkt dahin. So einen Unsinn habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Das ist modern. Guten Morgen, Trevor. Guten Morgen, Sally. Du meiner Treu. Zur Krabbenzangenbucht, bitte. Mit Vergnügen, Trevor. Geradeaus auf der Hauptstraße von Pontypandy. In 80 Metern links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Och bitte, Sam, bitte sei nicht so. Sag ja, bitte!
Die Feuerwache zu leiten ist aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Elvis. Ist doch klar, Sam. Und ich kann verantwortungsvoll sein, wenn ich darf. Na gut, wir werden es versuchen. Danke, Sam. Ich werde dich auch auf keinen Fall enttäuschen. Klar. In 200 Metern links abbiegen. Na, also nach meinen Berechnungen geht es da vorne aber nach rechts. Bei allem Respekt, Hauptfeuerwehrmann Steele. Da oben saust ein Satellit durch den Weltraum, der mir sagt, wo ich langfahren soll. Ja, und ich sitze in Ihrem Bus und sage, es ist falsch. Aber meine Herren, wir wollen doch heute einen schönen Tag haben. Willis hat recht. Machen Sie doch Musik an, Trevor. Oh, wieso nicht? Musik? Ausgezeichnet. Ein guter alter Kanon. Da kommt Stimmung auf. Über den säuselnden Wäldern, unter einem Stern, fern von Sorgen und Nöten, da wohnt mein Herz so gern. Norman! Wie geht's, James? Was für ein tolles Modellflugzeug. Oh ja, und ich werde es auch gleich fliegen lassen. Kann ich da mitkommen? Na klar doch. Ich will es unten am Hafen ausprobieren, Norman. Wusstest du, dass ich mich mit Modellflugzeugen super gut auskenne? Wirklich? Hey, Penny, was macht Dolly denn hier? Die brauchen wir für die heutige Übung. Genau, Elvis. Wir werden heute nämlich eine Rettung vom Dach üben. Ihr werdet die arme Dolly doch nicht da oben draufsetzen, oder? Aber sicher doch, Elvis. Wie sollen wir denn jemals darauf kommen, um sie zu retten? Mit Hilfe von Tom und seinem Hubschrauber. Das wird bestimmt ganz toll. Na los, James. Flieg mal ein Looping. Nein, Norman. Ich soll mit dem Flugzeug nichts Gefährliches anstellen. Ach, das ist doch nicht gefährlich. Das ist höchstens spannend. Gib schon her, lass mich mal. Nein! Wenn du ein echter Freund wärst, dann dürfte ich auch mal. Na gut, eine kleine Runde darfst du drehen, Norman. Aber vorsichtig. Klar bin ich vorsichtig. Du kennst mich doch, James. Deshalb ja. Ich kenne dich ein bisschen zu gut. Pass gut auf. Jetzt zeige ich dir mal, wie man's richtig macht. Wer hat das Licht ausgestellt? Hast du das eben gesehen? Ja, aber jetzt hör bitte auf. Oh, ist gut. Jetzt bist du dran, James. Ach, jetzt, wo es schwierig wird. James Jones, von dir hätte ich das nicht erwartet. Hä? Da dieses wilde Rumgefliege. Wer weiß denn, was da alles passieren könnte? Tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steele. Jetzt hab ich mich doch glatt auf mein Mittagessen gesetzt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das war's, junger Mann. Ich möchte dieses Flugzeug nie wieder in Pontypandy fliegen sehen. Ja. Sieh nur, was du angerichtet hast. Jetzt darf ich mein Flugzeug nicht mehr fliegen lassen. Aber Hauptfeuerwehrmann Steele hat doch nur gesagt, es darf nicht mehr in Pontypandy fliegen. Und? Und solange wir es nicht in der Stadt fliegen lassen, kann es überall in die Luft gehen. Ich weiß nicht recht. Ha, ich verstehe. Du hast Angst, es fliegen zu lassen, James. Gar nicht wahr. Na toll, dann lass uns rauf in die Pontypandy-Berge gehen. Oh, Sam, also ich weiß wirklich nicht, ob ich das hinkriege. Ah, Cricklington, voller Tatendrang, wie ich sehe. Sehr gut, mein Junge. Aber... Keine Sorge, Elvis, es passiert nichts. Ja. Etwas nach links? Nein, ein bisschen nach rechts. Kurz so bleiben? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich am besten ganz genau da, wo es jetzt hängt. Na, endlich. Ich wünschte, ich könnte auch wieder bei dem Dreibeinlauf mitmachen, Sir. Ja, aber leider hast du diesmal die Einsatzbereitschaft. Schade. Mal sehen, wer diesmal mein Partner im Dreibeinlauf ist, Sir. Wer das auch ist, es wird keineswegs leicht, Penny da zu ersetzen. Ja, das macht dir so leicht niemand nach. Vorsichtig, Norman! Oh, Norman! Norman! Oh, Mom! Oh, ich komme ins Stolpern! Es ist zwecklos. Das schaffe ich niemals. Das glaube ich auch, Mom.
Ich hoffe nur, du wirst dich meine Partnerin im Rennen. Oh, also wirklich, du Frechdachs. Eins sage ich dir, Mom. Du wirst den Pokal für den Dreibahnlauf schon noch in den Händen halten. Ich werde ihn nämlich gewinnen. Oh, das wirst du ganz sicher, mein Goldschatz. Ich werde es ganz sicher nicht. Also noch ein allerletztes Mal. Die Pfeile hier, hier und hier zeigen die Route, die die Läufer nehmen werden. Oh, genau wie bei einem richtigen Rennen, Sir. Zufälligerweise handelt es sich auch um ein richtiges Rennen, Crittenton. Ach so. Gut, der Einsatz beginnt. So, ich ziehe jetzt die Paare für den Dreibeinlauf. Ah, Crittenton, du läufst mit Mike Flatt. Ja, oh. Falltreffer. Alles klar, Partner. James Jones läuft mit Sarah Jones. Oh, klasse. Mein Bruder, die Schnarchschnecke. Meine Schwester, die Nerverin. Norman Price und Mandy Flood. Oh ja, am besten, sie geben uns den Pokal jetzt gleich. Und das bedeutet, Sam läuft heute mit Dillis. Oh, das nimmt dir leider die Chance zu gewinnen, langsam wie ich bin. Ach, Unsinn, Dillis. Du brauchst nichts weiter als ein bisschen Selbstvertrauen. So, das sollte bis zum Ziel halten. Viel Glück euch allen und folgt immer schön den grünen Pfeilen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Au! Vorsicht, Norman! Den Pokal gibt es nur für den ersten Platz, Mandy. Es geht links, rechts, links, nein, rechts, es ist rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich humpel links, mit meinem Kumpel, dabadumpel du. Ich humpel mit meinem Kumpel, dabadumpel du. Au! Entschuldigung, Dillis. Oh, ich bin gespannt, was es heute zum Frühstück gibt. Charlies Boot. Charlies Boot? Mom! Norman! Hast du etwa wieder das Badewasser laufen lassen? Nein, Mom, das war ich nicht. Ganz Ponty Pandy steht unter Wasser. Och, und ich habe die Wäsche nicht abgenommen. Oh, daran ist sicher die globale Verwarmung schuld. Verflixter Funkenflug. Das ist das schlimmste Hochwasser, das Ponty Pandy je erlebt hat, Tom. Es wird ganz schön dauern, bis das wieder weggetrocknet ist. Ja, und das kann erst losgehen, wenn die Flut zurückgeht, was erst in einigen Stunden ist. Hauptfeuerwehrmann Steele an Feuerwehrmann Sam. Kannst du mich hören? Sehr laut und deutlich, Sir. Familie Jones sitzt auf dem Dach vom Kabeljau-Café fest. Wir sind schon unterwegs. Over and out, Sir. Das könnte heute ein anstrengender Tag werden. Oh Norman, hier kommt ein leckeres Brot mit Milch zum Frühstück. Panik auf leeren Magen ist absolut ungesund. Mom, glaubst du, dass Wooly und Lämpchen das auch gut überstehen werden? Ach, die kommen schon klar. Aber was ist, wenn nun nicht? Wenn sie jetzt genau Hilfe brauchen könnten? Gut, ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Vielen Dank, Mom. Na, hoffentlich geht es euch gut. Dass ihr gleich gekommen seid. Wir mussten hier raufklettern. Das Wasser ist so schnell gestiegen. Ja, das hatten wir noch nie. Geht es euch soweit gut? Ja, aber wir können Tiger leider nirgends finden. Wir werden nach ihm Ausschau halten, Gwendolyn. So, jetzt bringen wir euch erstmal hier weg. Das ist aber noch nicht alles, Sam. Mein Fischerboot, das ist verschwunden. Wir bringen euch erst alle auf die Feuerwache. Dann können wir eine Suche starten. Alles okay, Tom? Ja, Dillis, ich bin sicher, dass die Schäfchen ein trockenes Plätzchen gefunden haben. Wir werden die Augen offen halten. Ihr solltet den Laden nur nicht verlassen, bis der Wasserstand wieder gesunken ist. Das ist hier eine sehr ernste Notfallsituation. Ja, einen Moment, Dillis. Trevor Evans? Er ist liegen geblieben mit seinem Bus?
Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Penny. Entschuldigung, Dillis. Wiederhören. Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Penny. Am heutigen Tag öffnet unsere schöne Feuerwache ihre Türen für die Menschen aus Pontypendi, damit sie sich einmal genau anschauen können, was wir hier tun. Das wird ein großer Spaß, Sir. Das wird ein großer Erfolg, Quidlington. Also, was wird das? Ein großer Erfolg, Sir. Jetzt, Sam, geh noch mal die Liste der Attraktionen durch. Als erstes wird sich Penny vom Trainingsturm mit einem Seil herunterlassen. Ah, fabelhaft. Dann werde ich den Kindern Jupiter vorstellen. Oh, gut, gut, gut. Danach macht Elvis eine Vorführung mit Rettungshund Schnuffi. Wuff. Guff, ich meine gut. Und zu guter Letzt zeigen wir alle zusammen eine Rettung vom Dach mit Hilfe von Jupiter, Venus und Tom in seinem Hubschrauber. Klingt gut. Und was wollen Sie beisteuern, Sir? Ich werde das alles hübsch ansagen als Zeremonienmeister. Ich möchte gern Schnuffi bei der Arbeit sehen. Ich auch. Er ist so ein schlauer Hund. Ich setze mich als erstes in Jupiter. Pah! Und ich sitze am Steuer von Jupiter und fahre. Dann lösche ich Feuer, steige auf die Leiter und mache alles. Das wird wohl nichts werden, Norman. Wir können uns die Sache nur anschauen. Wie in einer Show. Wer zuerst da ist. Nein. Wenn Norman Price irgendetwas haben will, dann kriegt er das auch. Ist das an? Ah ja. Willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Feuerwehr, Frau Penny wird sich nun vom Trainingsturm abseilen. Oh. Also die ist so weit weg, da müssen wir unbedingt näher ran. Sollten wir nicht hinter der Absperrung bleiben? Ja, das solltet ihr. Geh schön wieder zurück, Norman. Und bitte nicht nachmachen. Dafür braucht man eine Ausbildung. Notfalleinsatz. Mein Fehler. Nun zeigt euch Feuerwehrmann Sam unseren Speziallöschzug Jupiter. Genau. Ich bin schneller. Nie. Also, wer möchte als Erster schauen? Ich will zuerst. Dann ihr beide. Steigt nur ein. Auto. Gut, dann erkläre ich euch jetzt mal die Funktion der Knöpfe. Wozu denn? Das kriege ich ja auch raus, wenn ich welche drücke. Ah, Norman, du darfst alles anschauen, aber nichts anfassen, ja? Jupiter ist kein Spielzeug. Wozu ist dann so ein Tag der offenen Tür gut, wenn man überhaupt nichts machen darf? Komm mit, James. Wir haben einen Notfall bei den Klippen. Jede Sekunde zählt. Beeilung! Du übernimmst die Wasserschläuche, Elvis. Ja, ist gut, Sam. Wir sind vor Ort, Hauptfeuerwehrmann Steele. Das Gebiet ist jetzt abgesichert. Wasserschläuche sind bereit, Sir. Hervorragende Arbeit, Kollegen. Eine ausgezeichnete Trockenübung. Wenn heute Nachmittag bei Mikes Raketenstart irgendetwas schiefläuft, sind wir bestens vorbereitet. Wow! Sieht die toll aus. Dad, deine Rakete ist einfach riesig. Der Flattflieger. Ich habe jahrelang daran gearbeitet. In ein paar Stunden werde ich der allererste Handwerker sein, der eine Rakete in den Weltraum schickt. Hey, Mike, könntest du mir vielleicht zeigen, wie man so eine coole Rakete baut? Oh, tut mir leid, Norman. Aber so eine Rakete zu bauen ist äußerst kompliziert. Kompliziert? Aber Mike, ich kenne mich gut mit Raketen aus. Wirklich. Wusch. Also gut, Norman. Ich habe da noch ein Buch für Anfängermodelle in meiner Werkstatt liegen. Schau doch mal da rein. Und nach dem Start meiner Rakete kann ich dir auch helfen. Cool.
Ab hier beginnt die Absperrung für den Raketenstart. Und damit auch alle hinter der Absperrung bleiben, spanne ich jetzt dieses Band hier. Penny, Sam, seht nur. Sieht aus wie eine echte Rakete. Die ist ja auch echt, Elvis. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass alles gesichert ist. Hey, Mike! Deine Rakete sieht ja umwerfend aus. Ja, sie ist eine echte Schönheit, was? Dad! Oh nein, komm zurück! Puh. Oh, vielen Dank, Sam. Vielleicht solltest du das nächste Mal besser die Handbremse anziehen. Gut gemacht, Norman. Und jetzt das Ruder ein bisschen nach rechts drücken, dann steuert das Boot nach links. Ist auch kinderleicht. Das mit dem Steuern klappt doch schon ganz gut, Penny. Können wir nicht noch ein bisschen länger draußen bleiben? Bitte. Tut mir leid, ich muss zurück in die Feuerwache. Oh, ich habe eine Idee. Ich setze dich einfach an Land ab und fahre dann wieder raus. Du bist zwar schon sehr gut, Norman, aber noch lange nicht gut genug, um allein rauszufahren, klar? Du musst immer einen Erwachsenen dabei haben. Na komm, wir fahren morgen wieder raus. Oh, er ist da. Tja. Oh, was für eine Schönheit. Hauptfeuerwehrmann Steel. Oh, was haben Sie denn da? Wo? Ach, hier. Nur ein Drachen. Ja, er für meinen Neffen. Ja, er für meine Neffen. Ich verstehe, Sir. Für Ihren Neffen. Das Essen ist in einer halben Stunde fertig, Sir. Eine halbe Stunde reicht mir. Tut mir ja leid, Norman, aber ich kann nicht mit dir aufs Meer fahren. Bitte. Nein, ich muss heute das Ersatzruder lackieren, verstehst du? Im Notfall hält doppelt eben besser. Denn wenn das Ruder auf meinem Boot kaputt geht, muss ich trotzdem irgendwie steuern können. Aber ich kann das Ruder doch schon ganz toll bedienen. Oh, wenn ich es dir nur zeigen könnte, Charlie. Hier ist einfach nicht genug Wind für einen Drachen. Ich versuch's mal auf dem Feld beim Haus der Flatz. Ich war richtig gut, Mom. Das hat Penny auch gesagt. Ach, mein kleiner Norman, der geborene Seemann. Oh, na sowas, das stürmt ja richtig. Bei viel Wind kann man prima segeln. Hey, ich könnte ja dich mit ins Boot nehmen. Du bist eine Erwachsene. Und Penny sagt, mit einem Erwachsenen darf ich. Och, bitte, Mom, bitte. Hoppla, oh, Vorsicht, Norman. Ich weiß, was ich tue, Mom. Ja, du spritzt mich nass. Oh, Norman. Keine Panik, Mom. Ich hisse jetzt das Segel. Oh, Vorsicht, wir kippen gleich um. Keine Angst, Mom. So. Das Segel ist gehisst. Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um. Hilfe! Wir kippen um, Norman. Schon gut, Mom. Das gleiche ich mit Rudern wieder aus. Oh! Jetzt sieh nur, was du angestellt hast. Oh, Norman. Als ich ein junger Feuerwehrmann war, hatten wir ein Motto. Und weißt du, wie das Motto lautete, Quiddington? Ich werde es dir sagen. Jetzt und immer. Jetzt und immer? Jetzt mit einem Einsatz rechnen und immer bereit, um Menschen in Not schnellstmöglich zu helfen. Oh, alles klar. Es gibt auch einen Merkspruch. Wann ist ein Feuerwehrmann bereit? Jetzt und immer. Und wer macht heute den Tee? Ich mache das Wasser heiß. Ja, das nenne ich Einsatz. Blitz und blank, ich fühle mich wohl. Jetzt und immer nur Rock'n'Roll. Ich... Ah! Oh nein, wir bringen dich lieber schnell ins Krankenhaus. Oh Mann, das Bild ist schon wieder weg. So geht das nicht weiter. Du wolltest doch einen neuen Fernseher kaufen. Nein, nein, das ist nur die Antenne. Lasst mich nur machen, ich klettere schnell aufs Dach und habe das in 0, nichts wieder in Ordnung. Ganz ruhig, Elvis.
Ich bin wirklich so ein Tollpatsch. In diesem Zustand heißt es ja wohl eher nie und nimmer bereit, was, Quedlington? Tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steele. Dadurch sind wir einer zu wenig, also muss ich deine Aufgaben übernehmen. Nun, so hast du eine gute Gelegenheit zu beobachten, wie man die Arbeit richtig macht. Ach komm, Elvis, so schlimm ist das auch nicht. So schlimm soll das nicht sein? Aber ich soll doch anderen Menschen in Notfällen helfen. Wenn ich in einem Rollstuhl sitze, geht das nicht. Ich bin einfach kein guter Feuerwehrmann. Jetzt sollte es gehen. Ziemlich gute Arbeit, wenn ich das mal selbst so sagen darf. Dad! Oh nein! Hilfe! Ich muss Feuerwehrmann Sam rufen. Ja! Mike Flatt hängt am Dach seines Hauses. Komm, Penny. Schnell, Personennot auf dem Hausdach der Flatts. Quedlington, du koordinierst die Einsatzzentrale. Du bleibst hier drinnen und ich mach mich von hinnen. Ich fahre Venus, ihr fahrt hinterher. In Ordnung, Sir. Hier ist Ihr Helm, Sir. Oh, ja, richtig. Ja, natürlich. Hals- und Beinbruch! Die Blumen- und Gemüseschau wird ein Riesenerfolg. Das kann ich schon jetzt förmlich spüren. Aber wir werden bestimmt mehr als einen Tisch brauchen, Dad. Es wollen doch alle irgendwas mitbringen. Wisst ihr, ich weiß gar nicht recht, was ich lieber habe. Blumen oder Gemüse? Vergiss bloß nicht, die Sicherungshaken einzuklinken. Vielen Dank, Helen. Ich weiß schon, wie man einen Tisch aufstellt. Yeah. Seht ihr? Steht wie eine Eins. Also wenn das kein Gewinner ist. Sie sollten es wissen, Sir, als Preisrichter. Bin ich ja gar nicht, Quedlington. Ich habe Nein gesagt, weil ich gerne mitmachen will. Sam ist stattdessen Preisrichter. Oh, bestimmt findet er Ihre Tomaten wunderbar, Sir. Ja, aber es wäre unfair den anderen gegenüber, wenn er sie vorher sehen würde. Ich denke, wir sollten diese Schönheit lieber verstecken, ja? Ich muss jetzt mit Schnuffi eine Runde gehen. Und in der Zwischenzeit ernenne ich dich zum verantwortlichen Tomatenträger. Mich? Ich weiß doch überhaupt... Ja, bringen Sie bitte zu den Flatts. Und mit äußerster Vorsicht. Diese Tomatenpflanze ist äußerst empfindlich. Es ist noch ganz schön viel zu tun, Mike. Brauchst du denn wirklich keine Hilfe? Unsinn. Ich habe das alles bestens im Griff. Keine Sorge, das wird die beste Blumen- und Gemüseschau, die es jemals gab. Ja, das wird sie ganz sicher. Wollt ihr auch mit etwas am Wettbewerb teilnehmen? Ja, na klar. Helen reicht ihre tollen Rosen ein und ich lasse einen Kürbis auf dem Komposthaufen wachsen. Wow, also das nenne ich mal einen ordentlichen Komposthaufen. Wieso dampft er denn so, Sam? Die ganzen Gartenabfälle verrotten und geben dabei viel Wärme ab. Darum muss man den Haufen regelmäßig ordentlich umgraben, weil sonst ein Feuer entstehen kann. Hast du das gehört, Dad? Ja, mach ich ja. Wenn ich mit dem Kürbis gewonnen habe. Ich muss wieder zurück auf die Feuerwache. Wir sehen uns nachher zur Preisverleihung. Bis dann, Sam. Na komm mal mit, du Gewinner-Tomate. Möchtest du dich etwas ausruhen, bevor wir zu den Flatts gehen? Oh, ist das zu sonnig da? Du brauchst vielleicht doch eher... Ich bin wieder da. Ich komme rauf und setze das Teewasser auf. Oh, nein, noch nicht, Sam. Er darf die Gewinnertomate doch nicht sehen. Die Schränke sind zu klein. Oh nein. Stimmt irgendwas nicht, Elvis? Nein, alles ganz toll. Ah, ich bin am Verhungern. Haben wir was zu knabbern da? Weißt du was? Ich habe unglaublich leckere Kekse unten im Büro liegen sehen. Die werde ich dir holen. Bin gleich wieder da. Denn er
löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht.